So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Auf der Suche nach Philippa. Oh, hier liegen ein paar Leichen. Ich habe die nächsten 2 Minuten schon vorgespielt und dann ist mein PC wieder abgeschmiert. Du wirst mich nicht fangen. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Und das Vieh, das sieht richtig geil aus mit diesen Bandagen um den Kopf. Es ist ein Feuergenius. Oh, ganz offensichtlich. Oh, verdammt. Der hat's in sich. Also einfach Damage draufkloppen. Was nur so geht. Und irgendwie ist der Boden gerade permanent Feuer. Also wir nehmen permanenten Schaden. Haben wir nicht... Bolzen. Wow, die machen einen Schadenspunkt. Super. Also ausweichen klappt super. Oh. Okay, dann trinke ich 2 Tränke statt nur einem. So, der ist kaputt. Dann schleichen wir uns mal ganz leise an Philippa heran. Was ist los? Warum ist es plötzlich so still? Tja, weiß ich nicht. Mir bleibt keine Wahl. So, ganz leise heranschleichen. Oh, Ketten. Puh, das war leise. Auf dich zu binden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du ja, schon die Tränke tot. Hinterlassen ihre Was willst du? Zeichen im Gesicht. Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. So, jetzt komm, stimme auf. Wenn du lügst, werde ich... Ja, komm. Das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Da, da, da. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Nee. Dickster, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu... Guck mal, ich laufe hier schon grün an, Mann. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Wir haben jetzt keine Zeit für einen Ehekrach. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauch sie. Das ist mir scheißegal. Dickster Mann. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Außerdem interessieren mich deine Pläne so, wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Beiseite stoßen. Okay. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Ja. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Ich hab's selbst gehört. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit 2 Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Sie wird nicht sterben, lass sie reden. Vielleicht solltest du sie mal anhören.
Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so. Der war es doch, der ihr die Augen ausgestochen hat, gell? Endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Ja, aber eigentlich brauchen wir doch Philippa. Verdammt. Weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Gibt's noch mehr Quests oder was? Okay, super. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Ja, Geralt, guck mal lieber dein Gesicht an, Mann. So, Dijkstra will was am Lagerhaus machen. Die Statuette des... Hä? Wieso soll ich mit Triss jetzt sprechen? 500 Erfahrungspunkte. Oh yeah. Letzte Vorbereitung. Was für eine Statuette? Level 14. Hä? Und Staatsresort. Aha. Ich frage erstmal nach der Statue. Staatsresort. Gott, das Spiel, das haut mich raus, ne? Das ist unglaublich. Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. So, Triss. Wie hast du rausgefunden, dass Triss. Aus welchem Dorf kommst? Trissileinchen. Bin ich echt interessiert. Wie kann das eine Level 14 Quest geben? Ah. Ja, Geralt? Ja, Triss. Schau mal, was ich hier habe. Komm, wir müssen ihn dekomprimieren. Was haben wir denn? Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit, ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Ich bin verwirrt. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja. Sei still und versuch mich nicht zu stören. In Alan, Daona Aes. Werde ein Zerkaser. Hi. Ihre Sünde, wenig hinne. Esse bunt. Ruh dich aus. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja, das sollte ich. Muss erstmal kotzen, so. Geh zu Botschafter Vaatre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen, bis ich aufwache. Oh, da Alter, machen wir doch mehr. Ah, okay, dann nicht. Okay, coole Quest. Staatsresort. Am Lagerhaus treffen. Wir hier dubiose Sachen machen.
Oh yeah. Entschuldige mich. Da freue ich mich doch drauf. Dextra, Roche und Thaler. Du hast bestimmt Thaler war der Händler. Vielleicht. Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht mehr genau, wer es ist. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt schon wieder so ein Plan sein wird, irgendwie Radovid zu stürzen. Möglicherweise. Autsch. Autsch. Na, das sehen wir gleich. Ah, du Gaul. Da, 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 da. Wie kann man nur? Ach, ja. Ich hätte Schnellreisepunkt nehmen sollen. Brauchst du etwas, Meister? Hui. Der, aha. Auf zum Lagerhaus, denn da. Mir fällt kein Reim auf Lagerhaus ein. Na egal, wir sind hier gleich da. Renn schneller, Geralt! Ich glaube, die Narben im Gesicht, ja, die sind wieder zurückgegangen. Die toxikologischen Rückstände. Ach, verdammt. Verdammt, es gibt immer noch Hexenjäger hier. Ach. Dass die noch bezahlt werden. Ah. So. Eingang auf der Rückseite. Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Lügner, das hängst du mir nicht an. Hallo? Das Problem. Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall. Ruhe, wir erledigen das schnell. Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mit dir rüber abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexer? Ja klar, mach mal. Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge, die stecken unter einer Decke. Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Maul halten, sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Ah. Okay, mittleres Lagerhaus. Ach ja, das ist wirklich seine Oma. So, erledigt. Komisch. Necker sind selten alleine unterwegs. Ja, Hammer. Was, Necker sind selten alleine unterwegs. Und? Hast du herausgefunden, wie es dahin gekommen ist? Du hast mich angeheuert, um das Monster zu töten, nicht um Nachforschungen anzustellen. Na schön. So muss ich mich eben noch länger mit der Sache abgeben. Ich hätte was. Hätten wir da noch was untersuchen können? Verdammt. Hier, das ist für dich. Und wir gehen jetzt zur Garnison und reden mit dem Hauptmann. Soll er der Sache auf den Grund gehen? Okay, so, das war's mittlere Lagerhaus. Ein Lagerhaus voller Sorgen. Was? Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's hier bei dem Lagerhaus weiter mit den Staatsräsonen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.